Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Planet Zoo Video von mir und heute endlich wieder mit normalem Audio, denn hier war irgendwas verstellt, deswegen war das schon ein bisschen muffelig. Aber jetzt habt ihr wieder ganz normales Audio hier mit mir und ich hoffe mal, das gefällt euch. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Unterschied hören könnt. Im letzten Video habt ihr den direkten Vergleich, nämlich könnt ihr mal reinhören. Und ja, wir werden heute das Bonobo-Haus hier zu Ende machen. Ich zeige euch mal eben, was ich hier so verändert habe und das habe ich ja gar nicht gesehen hier. Weg damit. Das will ich nicht. So. Auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen was gemacht, das zeige ich euch mal eben. Und zwar habe ich hier einen, ja, so einen kleinen Tümpel, ein kleines Seelein, wie auch immer man das nennen möchte. Wofür ein See ist ein bisschen klein. Tümpel passt, glaube ich, eher, oder? Naja, habe ich auf jeden Fall ein bisschen dekoriert, ein bisschen hübsch gemacht und finde ich eigentlich so ganz in Ordnung. Wollte ich jetzt, ne, habe ich so meinen Standard, mein Standardverhalten an den Tag gelegt und bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Haben wir da vorne ja auch schon gehabt. Ja, dann habe ich hier noch einen kleinen Felsen hingemacht. Ich finde, der passt hier ganz gut hin. Allgemein muss ich mal ein bisschen mehr mit Felsen arbeiten, aber ich bin immer so, Felsen, da weiß ich nicht so genau. Aber egal, hier vorne möchte ich eventuell noch was, ich weiß ja nicht, was ich hier genau hinmache, vielleicht so mit Sitzbänken oder so arbeiten, aber da setzen sie sich ja eh nicht hin, also es ist eigentlich verschwendet. Hier vorne haben wir halt das auch sehr schön gemacht, momentan sind noch keine Besucher hier, weil ich habe ja nicht so wirklich geunpaust, muss ich sagen, und die sind ja gerade erst auf dem Weg, ne, hier vorne sind schon wieder ein paar. Und ich muss die mal glücklicher machen. Die brauchen zum Beispiel mehr Essen, mehr Trinken und definitiv mehr Bildung. Also Bildung muss ich mich definitiv drum kümmern, aber okay. Jetzt geht es erstmal hier drum, was ich gebaut habe. Also ich habe ein bisschen dekoriert, nicht allzu viel, ne, so ein bisschen. Ich bin da auch nicht sonderlich gut drin, ich übe halt momentan. Aber ich finde, so an sich ist mir hier das ganze Haus relativ gut gelungen dafür, dass ich halt wirklich noch nie mich wirklich mit sowas auseinandergesetzt habe. Das ist so mein erstes Häuschen und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Das hier ist mir relativ spontan eingefallen und ich bin auch froh, dass das hier so perfekt auf der Größe war. Ich finde, das sieht wirklich sehr schön aus. Das hat was, ja, was Afrikanisches, ne? Deswegen die Lehmwände mag ich zwar an sich nicht, aber wenn jetzt hier, sage ich mal, die Lehmwände, sieht man die Dinger nämlich hier nicht, aber da sieht man sie, hier, bei den beiden, aber hier halt nicht. Und das sieht dann halt so aus, als wenn das so um das Gebäude rumgeflochten wurde. Und persönlich, ich finde das sehr, sehr schön. Und ja, ich würde sagen, dass wir dann heute hier drinnen anfangen. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, was wir da machen könnten. Ich möchte auf jeden Fall auch ein paar Steine hier drin haben. Und dafür werden wir ja auch ein bisschen in die Tropen reingehen, denn die mögen ja die Tropen. Und wir werden dann mal eben kurz alles reinmachen. Einmal afrikanisch und dann tropisch. Wir können auch mal hier reingucken. Zeige ich euch mal eben. Übrigens, die Bonobos im realen Leben finde ich gar nicht mal so toll. Aber die hier sind wirklich süß gemacht. Also die gefallen mir im Spiel deutlich besser. Dafür finde ich zum Beispiel Krokodile im realen Leben viel besser. Aber die sind hier auch richtig cool gemacht. Und ja, tropisch und afrikanisch. Also das haben wir hier schon drin. Das habe ich mir richtig gemerkt. Und dann würde ich einfach sagen, ja, wir können hier mit ganz normalen, mit Tropenfelsen arbeiten. Ich weiß gar nicht, was Tropenfelsen sind. Egal, auf jeden Fall möchte ich hier auch ein bisschen mit Steinen arbeiten, dass die hier auch ein bisschen was, ne, so an Steinen rumliegen haben. Da weiß ich allerdings noch nicht genau, wie ich das machen möchte. Aber ich weiß, was ich jetzt bauen möchte. Und das werde ich wahrscheinlich auch einfach mal, ups, hier so mit den Platten machen, mit denen hier. Und zwar möchte ich hier gerne für die so einen kleinen, ja, wo die halt schlafen können. Und ich frage mich gerade, wie wir das genau machen. Also da vorne haben wir das Kletterding. Vielleicht wäre das hier ganz gut. Da. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wobei, dann könnten die da eventuell rüber. Ich hoffe nicht, dass die da rüber können. Dass sie da, sage ich mal, nicht in der Lage zu sind. Aber gut, dann habe ich jetzt schon eine Idee. Ich werde mal eben kurz das oben abnehmen hier, weil das geht mir gerade so ein bisschen auf den Zeiger. Na komm. Da muss ich ein bisschen was abnehmen, damit ich da immer einfacher reinkomme, GGT. Und deswegen müssen wir da mal eben kurz das Ganze abmachen. So, und den Rest werde ich dann gleich in der, ne, ein bisschen Beschleunigung zeigen, das kennt ihr ja schon. So, und dann würde ich sagen,
Legen wir doch einfach mal los, oder? Am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, welche Pflanzen ich da jetzt eigentlich reinmachen möchte. Also ich wollte sie nicht zu hoch haben, aber auch nicht zu niedrig. Ich wollte halt, dass es so die, ja, die perfekte Mischung ist eigentlich zwischen etwas größer und ein bisschen kleiner. Und diese kleinen Büsche da oder Bäume, die schon fast wie Büsche aussehen, die fand ich passen da sehr gut rein. Auch wenn ich nicht weiß, ob die jetzt so gut zu Affen passen. Aber so an sich war ich da sehr zufrieden mit. Und ne, gerade so die großen Bäumchen, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber da habe ich auch noch ein paar gute gefunden, die da reinpassen. Ich habe noch nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wenn ich mir die DLCs kaufe, dann wäre es auf jeden Fall deutlich besser. Aber I don't know. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele neue Gegenstände man da bekommt, ob sich das wirklich lohnt. Und ja, ich bin am Ende dann wieder auf den Adlerfaden zurückgegangen, weil ich einfach dachte, okay. Ne? Und deswegen, also lohnen sich die DLCs so, was die Objekte angeht, weil ich muss sagen, so gerade was die Büsche angeht, da habe ich immer ein bisschen wenig Auswahl, finde ich. Ich meine, nach einer Zeit, da hast du halt einfach, keine Ahnung, dann fühlt sich das nicht mehr so wirklich nach viel Auswahl an und ich würde einfach gerne so ein paar mehr Büsche haben. Aber vielleicht liegt es auch an Afrika, ich weiß es nicht, aber der Adlerfarn, mit dem baue ich halt am meisten mittlerweile, so was Gebüsche angeht, weil es halt einfach eine große Fläche grün aussehen lässt und gleichzeitig halt auch, ja, relativ gut aussieht, finde ich. Dann baue ich halt auch so ein bisschen mit Stein. Ich finde meine Steinbauten, ich nenne sie mal einfach so, sind schon deutlich besser geworden. Wenn ich überlege, wie das früher aussah, also ganz am Anfang, da bin ich auf jeden Fall deutlich besser geworden, finde ich. Allgemein habe ich mich da so ein bisschen gesteigert, würde ich jetzt einfach mal sagen, finde ich zumindest. Also ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Ideen und das kommt auch schneller. Und ja, deswegen, da finde ich auf jeden Fall, ist es deutlich besser geworden. Nur immer so der Anfang von einem Gehege ist immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, ja, wo soll ich denn jetzt eigentlich anfangen und ne, soll ich das vielleicht reinnehmen oder das andere und da tüdel ich immer so ein bisschen rum, mental. Aber so an sich, ja, kriege ich da schon relativ viele Ideen mittlerweile. Und das macht auch wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also mir macht das wirklich sehr viel Freude. Vor allem, weil ich auch sehe, dass es dann irgendwann besser aussieht und ne, wisst ihr, wie ich meine? Übrigens, ich glaube, ich mache da rechts noch auf der einen Seite das Ding voll. Das ist ja nicht ganz abgeschlossen hier, das, wo die langlaufen können. Und ich glaube, ich werde das noch abschließen mit den Platten da. Mit den, wie heißt die nochmal, Kletterplattformen? Genau. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, hier nochmal einen kleinen Fluss reinzumachen. Und da habe ich am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, weil ich wollte gerne die Wände abschließen, damit das von außen nicht aussieht, als hätte sich da irgendwas reingegraben. Aber das hat sich dann auf der einen Seite hier ein bisschen schwerer gestaltet, weil ich einfach nicht gerallt habe, dass da draußen ein Weg ist. Ja. Und da werde ich jetzt so ein paar Sekunden dran rumtüdeln. Und, aber das lasse ich jetzt drinne, weil ich finde es eigentlich ganz lustig, wenn ihr mich auch mal so ein bisschen seht, wie ich meinen Hirnschmalz da anstrenge. Und ich habe es einfach nicht gereilt, ne? Ich dachte so, okay, was ist da los? Was soll das? Warum kann ich da nicht hinbauen? Was soll der Scheiß? Warum bewegt sich das nicht? Ne, ich habe sogar das glatter gemacht, damit das funktioniert. Das ging auch nicht. Und ich dachte dann so, okay, ne, jetzt mache ich einmal alles hoch hier und das hat dann auch nicht funktioniert am Ende. Das sah dann wieder doof aus und dann habe ich das wieder weggedrückt und dann ging es wieder nicht. Und da habe ich ja langsam richtig die, ne, oh, da hatte ich langsam richtig zu viel. Dann bin ich nach draußen, habe gesehen, oh, da ist ja ein Weg und dann ist es mir wie, ja, ne, Schuppen von den Augen gefallen. Also, was sagt man, eigentlich? Schuppen von den Augen oder Schuppen von den Haaren? Ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen oder Schuppen von den Haaren? Wenn man keine Schuppen auf den Augen hat. Aber ich habe den Spruch immer so gehört, aber wahrscheinlich haben die den auch falsch gesagt. Keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, am Ende habe ich dann noch hier eine kleine Brücke gebaut. Und bei der Brücke habe ich gemerkt, wie viel kreativer ich im Spiel geworden bin. Ich meine, die sieht jetzt nicht ultra aus. Das ist nicht die heftigste Brücke überhaupt, die jemals im Planet so gebaut wurde. Aber ich merke einfach für mich, dass ich so ein bisschen schneller auf so eine Ideen komme. Dass ich zum Beispiel dann so einen Fluss sehe und denke, okay, die müssen da rüber. Dann könnte man natürlich einfach so ein Ding rüberlegen. Aber dann habe ich gedacht, okay, machen wir noch so kleine Stelzen da, damit das halt auch so supported ist, sag ich mal, vom Boden nicht so rumschwebt.
Und solche Gedanken zum Beispiel hatte ich am Anfang gar nicht. Das war, wie soll ich sagen, also, ja, wie erkläre ich das denn am besten? Also ich hatte einfach ganz andere Ideen und viel rudimentärere, also da habe ich dann gar nicht so an solche Stützen da gedacht. Und ja, finde ich einfach richtig cool, dass das so gut klappt. Und ich da auch wirklich so schnell mittlerweile bin. Aber ich bin halt immer noch nicht besonders gut, finde ich. Also was heißt gut? Also es geht halt besser. Ich möchte auf jeden Fall noch so ein bisschen besser werden. Deswegen habe ich jetzt auch hier das Gebäude gemacht, damit ich so ein bisschen Übung bekomme. Und ich bin schon mal ganz zufrieden. Aber bald möchte ich auch so ein bisschen erweitert rangehen. Zum Beispiel so mit Ecken, mit so runden Ecken, wo man draußen vielleicht noch irgendwie eine Bank hinstellt oder whatever. Gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Und ja, ich muss aber sagen, so der Bau des Ganzen hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Und würde ich auf jeden Fall wieder machen, so ein großes Gebäude. Wenn nicht sogar ein größeres Mal. So, den Rest möchte ich jetzt gerne in normaler Geschwindigkeit mit euch machen. Und wir werden jetzt hier einfach den Rest für die Bonobos einrichten. Ich finde, das ist hier ganz schön geworden. Ich hatte am Anfang gar keinen Plan, was ich hier machen möchte mit den Pflanzen. Aber ich finde, das ist eigentlich sehr ansehnlich geworden. Gut, ich habe wieder mit dem Adlerfarn gearbeitet. Ich liebe den Adlerfarn. Aber ich muss auch sagen, dass ich gar nicht so viel zur Verfügung habe momentan, da ich halt nur afrikanisch gehe. Und irgendwann ist halt auch mal fertig, ne? Irgendwann hat man erstmal alles ausprobiert und ich finde, das hier passt jetzt zum Beispiel gar nicht so rein. Das mag ich auch nicht mehr so. Ich weiß auch nicht warum. Ist irgendwie nicht mehr so mein Style. Und Adlerfarn passt einfach überall rein. Das ist wie Unkraut. Das ist überall irgendwie und passt überall rein. Und ne, ich finde, das ist einfach so ein richtig geiles Teil. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Adlerfarn haltet. Ich persönlich finde Adlerfarn mega gut. Das gefällt mir einfach so, damit zu arbeiten. Und ihr braucht mal eben kurz das große hier, das große Adlerfarn da. Das hochstehende, ne? Genau. Damit wir hier noch so ein bisschen Buschi haben. Dann kann man nämlich noch so ein bisschen, ne, dann sieht das noch so ein bisschen schöner aus, finde ich. Noch so ein bisschen was hochsteht. Und ich will da noch irgendwas anderes haben. Ich möchte noch irgendwie eine andere Pflanze hier mit einbringen. Ich weiß nicht, was hier gut reinpassen würde. Das ist halt wirklich schwierig, weil... Ja, das sieht einfach wack aus. Ja, das passt auch nicht zu Affen, finde ich. Das ist gar nicht mal einfach. Ist gar nicht mal einfach. Das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, aber vielleicht akzeptieren wir einfach, dass das hier auch mit Adlerfarn gefüllt wurde. Und dagegen kann man jetzt nichts tun. Das ist nun mal jetzt die Realität. Wir könnten ja noch so, ja, Sachen rüberbauen, dass sie sich ja langhangeln können. Finde ich aber eigentlich unnötig. Die haben ja eigentlich viel zum Klettern und, ja, stimmt, zum Schlafen. Das habe ich noch gar nicht gemacht zum Schlafen, ne? Stimmt, da habe ich ja noch gar keine wirklichen Gedanken drüber gemacht gerade, wo ich am Bauen war. Wo können sie schlafen? Wisst ihr was? Das werde ich einfach später mal machen. Ich werde mir was überlegen, wo ich den Rückzugsort hier hinbauen kann. Und eigentlich, genau, das wollte ich ja eigentlich auch eben tun. Das habe ich völlig vergessen, muss ich zugeben. Aber ich habe jetzt eine richtig geile Idee. Da werdet ihr auch mal kurz live dabei sein. Also da werden wir jetzt nicht irgendwie beschleunigen, weil das dauert nicht lange. Und zwar haben wir jetzt hier ja Wasser. Dann können wir hier eine kleine Ebene machen. Wo die halt schlafen. Da müssen die dann auch hochklettern. Ich weiß noch nicht genau, wie. Ich denke, da werden wir auch so ein Teil hier nach unten bauen. Aber das wäre ja irgendwie zu einfach, ne? Oh, ich habe eine gute Idee. Oh, Leute, ich glaube, ihr wisst schon, was ich vorhabe, oder? Ja, ich denke schon, dass ihr das wisst. Könnt ihr es euch sicherlich denken.
So, und das machen wir, wie gesagt, eben live. Dann kann ich auch ein bisschen mit euch quatschen. Und ich meine, das tue ich ja so dann auch, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man auch mal so reden kann. Einfach so, ne, live mehr oder weniger. Ich meine, ihr seid ja nicht live dabei, aber ihr wisst, was ich meine. Mensch. Und das finde ich manchmal auch ganz schön. Hat ja auch seinen Charme, finde ich. So. Ja, das passt doch perfekt. Naja. Es passt doch nicht ganz so perfekt. Okay. Dann müssen wir das halt nochmal machen. Hätte ich das doch mit der Dings machen sollen, mit der Geschwindigkeit. Aber gut, wir kriegen das hin. Ich bin mir sicher, dass ich das hinbekomme. Ehrenwort. Und wenn nicht, dann dauert die Folge halt ein bisschen länger. Aber ich krieg das schon hin. Hab's ja vorher auch schon geschafft. So, und dann haben sie dann nämlich einen schönen Weg, den sie immer gehen müssen, wenn sie schlafen wollen. Ziemlich sadistisch eigentlich, aber... Naja. Müssen sie immer da langhangeln. Ne, kein Schlaf hier. Kein Schlaf für faule Affen. Ja, perfekt. Gut, habe ich hingekriegt, ohne 23.000 Stunden zu brauchen. Wunderschön. Und hier oben können wir jetzt auf jeden Fall den Schlafplatz hinmachen. Wir werden dann natürlich auch noch das so ein bisschen verbinden. Das zeige ich euch gleich. Ganz easy peasy lemon squeezy, gar kein Problem. Aber jetzt müssen wir erstmal kurz die Schlafdinger hier hinpacken. Wo haben wir es denn hier? So, packen wir das hin oder packen wir das hin? Auf jeder Plattform haben wir einen. So, und jetzt. Ich kann auch alles dicht bauen, aber möchte ich eigentlich nicht. Jetzt müssen wir mal eben kurz ein Dach bauen. Da gibt es nämlich so schöne Dächer, die man da nehmen kann. Ach, ich bin schon in der Gruppe, wunderschön. Gut, dann nehmen wir nämlich Reeddächer. Können wir die hier nehmen. Die flachen möchte ich eigentlich haben. Wo sind denn die Flachen? Ich sehe das Flache nicht. Warum ist da kein flaches Dach? Wollt ihr mich verarschen? Ach, wahrscheinlich weil... Ah, ich weiß warum. Das hier habe ich gesucht. So, Positionsausrichtung. Ja, ich kann leider an Oberfläche ausrichten. Ja, das geht natürlich hier überhaupt nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil das geht nicht im Raster. Das ist gerade ein bisschen doof für mich. Ich dachte, eigentlich könnt ihr jetzt im Raster arbeiten. Aber gut, das ist nicht schwer, von daher passt das schon. So, wenigstens können wir es jetzt so machen. Boah. Es geht ja gar nicht. Ach ja, stimmt. So geht das. Können wir es zumindest so kopieren hier. Wundervoll. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Stütze hier, weil ansonsten sieht das ziemlich Banane aus. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen brauchen wir eine Säule. Ich habe momentan keine anderen Dinger dafür. Tut mir leid, ey. Ich würde am liebsten was anderes nehmen, aber ich habe momentan nichts anderes außer Säulen. Und vielleicht irgendwelche komischen Dinger, die ich anmalen kann. Na, wir können Äste dafür nehmen. Theoretisch, nee, danke. Wir brauchen Säulen. Die sind aber wahrscheinlich bei... Doch, ich denke eigentlich schon bei hier, ne? Ja doch, da sind sie. Wir haben hier auch aus Gips, aber die finde ich noch... Ne, die sehen auch nicht toll aus, also... Ich denke, die hier... Oh ja, die passen auch sehr gut rein.
Ja, perfekt. Perfekt. Wunderschön. Natürlich sollten wir dann noch gucken, dass wir das Ding auch nach unten bauen. Kann natürlich nicht einfach in der Luft schweben. Welche Logikfehler habe ich übrigens schon öfter mal gemacht? So, und jetzt laden wir die Bonobos ein, meine Lieben. Jetzt können die Bonobos kommen. Wir haben Schlafdinger. Dann müssen sie noch verhungern. Ja, genau, das brauchen wir nämlich auch noch. Wir brauchen hier noch ein paar Items. Das können wir jetzt aber eben schnell machen. Und zwar brauchen wir Filter, dann Art und dann Bonobo. Da sind sie. Und die mögen Keyboard-Beschäftigung. Das können wir hier hinten irgendwo auch hinlegen. Dann können sie hier oben ein bisschen spielen. Nee, das machen wir hier hinten irgendwo. Nee, die Spielsachen machen wir am besten unten. Das passt gut unter den. Genau, das ist perfekt. Dann haben die ganz viel Klettersachen. Ich weiß nicht, ob die hier oben drauf können, sonst würde ich das gerne hier hinsetzen. Denkt ihr, die kommen da drauf? Ich weiß nicht, werden wir gleich sehen, sonst machen wir es da weg, ja. Ein Suchfutterspender. Den können wir hier hinsetzen. Und ja, vielleicht noch ein Pappkarton. Weil der Pappkarton, der sieht jetzt nicht ganz so geil aus, deswegen finde ich das nicht ganz optimal, aber. Ja, ob die da überall hoch können, weiß ich halt nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ey, was soll denn die Scheiße? Was soll denn das? Das ist ja ein Kackding. Hat mir hier einfach das Gelände kaputt gemacht. Was stimmt denn nicht mit dir? Also please, das geht ja gar nicht. Ich möchte hier gerne meine Steine zurückhaben, falls möglich. Das wäre echt schön. Ey, der hat hier alles kaputt gemacht. Keine Ahnung, könnt ihr mir mal schreiben, warum das so ist? Also, es war bei den anderen Sachen ja auch nicht so, dass die hier irgendwas kaputt gemacht haben. Das ist ja strange. Okay, aber jetzt können wir sie auf jeden Fall reinholen. Sie haben Essen. Wobei Essen sollten wir vielleicht noch was anderes reinmachen. Eigentlich, wir brauchen auch noch eine Tür, ne? Wo machen wir denn die Tür rein? Also, ich würde sagen, hier vorne würde gut reinpassen, oder? So in die Mitte hier. Da, irgendwie, oder in die Seite vielleicht. Irgendwie müssen wir die Pfleger da ja reinbekommen. Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Wie kriegen wir hier die Pfleger rein? Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Kommen wir von hinten. GGT. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier erstmal kurz die Barriere machen. Die sollten wir auch relativ großzügig machen, damit die halt nicht ausbrechen. So, das kennt er ja schon, ne? So. Aber auch nicht zu großzügig, sonst sagen die da hinten, nee, das ist mir zu viel Gras und das ist doof und das mag ich nicht. Das ist natürlich auch doof. Werden wir später wahrscheinlich nochmal anpassen, aber ich mache das gerade erstmal grob, damit wir die heute noch reinlassen können, weil ich will die heute reinlassen gerne. So. So, perfekt. Na, nee, nicht zu nah rein hier. Jetzt können wir hier mit die Gehegetür reinmachen. Würde sagen. Ja, muss auch ein bisschen rein. Jo, so ist gut. Ja, genial. Genial, oder? Einfach super. Und dann können wir theoretisch noch, wenn wir so Brainiac sind, ja, wer hätte das gedacht hier?
So. Hätten wir das auch. Einen kleinen Eingang, den wir jetzt noch eben kurz verbinden müssen. Das kriegen wir ja auch relativ zackig hin hier. Mitarbeiter wegen natürlich. Da werden wir an Barrieren ausrichten. Weg mit Bordstein, Wegstützen, Weg mit kleinen Barrieren ausrichten da. Ach, das geht ja gar nicht. Ich hatte eben was anderes im Kopf, tut mir leid. Das ist dämlich, an Barrieren ausrichten. Das geht nur bei anderen Gehegen gut. Hier müssten wir Raster auswählen. Raster machen wir, genau. Raster. Raster ist gut. Anscheinend aber nur, wenn man nicht in eine Wand reinbaut. So. Übrigens seht ihr gerade, warum das meine Lieblingscam ist, ne? Einfach, weil man so schön bauen kann damit. So. Perfekt. Dann haben wir hier schön einen Weg gemacht. Und jetzt kaufen wir die Bonobos. So, weil das wollte ich heute gerne noch hier reinholen, damit wir die halt da begrüßen können und essen. Und so machen wir noch rein, keine Sorge, habe ich jetzt wieder vergessen. Ich weiß, ich bin ganz schön vergesslich. Aber das kriegen wir irgendwann auch schon in den Griff. So, Bonobos. Haben wir einmal ein Weibchen hier und da auch ein relativ gutes Männchen. Würde ich sagen, holen wir uns beide für den Anfang. So, wir können uns ja auch noch mehr holen. Die mögen es ja in großen Gruppen. So, sie werden sich hier reingebracht. Da werden wir noch eben kurz drauf warten, natürlich im Schnellmodus hier. Dann sehen wir auch, wo die überall hinlaufen können. Wie, zu lange? Was soll denn das? Zu lange in einer Transportbox. Ja, Bro. War das gerade irgendwie ein Bug oder so? Hier Aufbewahrung. So, da hat er gerade was gebracht. Also, Esche ist hier. Nur die andere noch nicht. Das ist ja komisch. Egal, wir können erstmal mit ihnen arbeiten und gucken, ob er hier überall hin kann. Okay, hier oben kann er nicht hin. Das heißt, das müssen wir gleich hier runterholen. Ach, das ist schade. Muss ich vielleicht noch ein bisschen umbauen, dass er da irgendwie hochlaufen kann. Das hätte ich hier oben so gut gefunden. Naja. Ist ja nicht schlimm. Können wir es auch hier unten hinstellen. Da reiße ich mir jetzt kein Bein aus. Und ja, ich denke... Sozialverhalten findet er natürlich gar nicht gut, hat keine soziale Gruppe, aber Platz ist da, Stress, alles cool. Hier will er ein bisschen mehr Erde haben und weniger Gras, aber das kriegen wir alles hin. Ansonsten genug Kletterfläche und so weiter. Und damit hätten wir einen glücklichen Bonobo. Und damit würde ich diese Folge dann auch beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nie vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Ich wünsche euch was und tschüss.